Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Random Battles in der Kampfblase hier mit mir, dem Xathos. Heute der erste Kampf mal wieder gegen einen Japaner. Im letzten Part waren ja drei Japaner am Start, heute mal wieder einer. Okay, er stellt mir zur Verfügung, sage ich jetzt einfach mal. Ein Flunschlick, ein Tentoxer und Glurak. Ich stelle dagegen Glurak, Gwajutsu und Ramoth. Glotzen wir uns diesen Kampf mal an. Okay. Bring it on, Japaner. Ich schicke meinen Glurak in den Kampf. Er schickt auch ein Glurak in den Kampf. Er mega entwickelt sein Glurak. Oder tue ich das? Ja, nee, ich tue das, oder? Oder sind beide. Ja, ja, ich tue das. Und er tut das auch. Und ich hätte es eigentlich lassen können. Weil wegen der Dreamworld-Fähigkeit. Okay, ich bin zum Glück schneller und hau ihm erstmal einen Luftschnitt in die Fresse und da kommt er mit seinem Drachen, mit seiner Drachenwut. Okay. Glurak gegen Glurak, Glurak gewinnt. Klar. Ne? Muss so sein. So, jetzt holt er seinen Tentoxer. Ich mach erstmal Solarstrahl, weil ich nicht auswechseln wollte. Ich bin mir sicher, dass er eine Wasserattacke aushalten könnte wegen Sonne, aber da kommt Spiegelcape. Und tschüss, Glurak. Spiegelcape. Ja. Da. Sieht kein spezielles Pokémon irgendwie einen Morgen. Okay. Mein Quajutsu nimmt es aus dem Verkehr hier, das. Den Toxer. Und als nächstes kommt Flunschlick. Mit Luftballon. Geht eigentlich. Wieso nicht? Eisstrahl, weil Siedewasser ja nicht so viel abziehen würde. Wegen der Sonne. Und jetzt paralysiert er mich. Oh mein Gott. Okay. Wird das Gwajutsu es schaffen, das gemeine Flunschlick aus dem Verkehr zu ziehen? Nein. Ich glaube nicht, weil wegen Leitteiler. Habe ich auch bisher noch nie gesehen, ein Flunschlick mit Leitteiler. Ich glaube, das ging bei Schwarz-Weiß nicht, beziehungsweise Schwarz-2-Weiß-2. Na, habe ich auch den Kampf schon gewonnen. Okay. Passt. So, der nächste Kampf ist nicht gegen einen Japaner, sondern gegen Vidal. Er tritt an mit Quajutsu, Glurak und Miltank. Ich stelle dagegen Glurak, Togekiss, genau, und Logok. Auf geht's. Miltank, habe ich auch bisher noch nie in irgendeinem Kampf gesehen. Soweit ich weiß. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall Miltank sollte ziemlich viel einstecken können, glaube ich. Weil Miltank und so ist eine Kuh und die können Schläge einstecken. Behaupte ich jetzt einfach mal. Okay, Glurak mega entwickelt mit Sonne und Hitzewelle. Sollte es reichen, ist es reicht. Überraschenderweise. Okay. Scheint wohl doch nicht so viel einstecken zu können. Da kommt Quajutsu. Ist langsamer als ich und ich drücke ihm auch erstmal hier einen Solarstrahl auf den Schädel und er überlebt's nicht. Ja, komisch. Ist es ein DV-Trainer, EV-Trainer, ist es. Ich weiß es nicht. Da kommt auch sein Glurak. Mega Glurak X.
Ich bin schneller und bam. Wieso es Flügelschlag kann, bleibt mir bis heute ein Rätsel. Ich hätte da eher mit einer Drachenattacke gerechnet. Aber was soll's, mir soll's recht sein. Ein weiterer Kampf für mich entschieden. Gegen Vidal. Gut. Der letzte Kampf für heute ist gegen Ethan. Er fängt an mit Iveltal, Viskogon heißt es, glaube ich, und Dingenskirchen, Garados. Ich stell dagegen Glurak, Togekiss und Ramot. Ja, schon wieder so einer, der ja ein legendäres Pokémon ins Spiel bringt. Wird es für ihn gut gehen? Das sehen wir uns einfach mal an. Ethan will mit dir kämpfen. Scheinbar ein, ja, Chemiefreak, weil wenn er sich Ethan nennt. Okay. Glurak gegen Garados. Ich mega entwickle es natürlich sofort, weil wegen Sonne, damit mir seine Wasserattacken nicht so viel abziehen. Die Wasserattacken werden ja durch die Sonne um 50% geschwächt. Ich glaube, er mega entwickelt sein Garados auch, natürlich. Es geht ja. Wieso nicht? Okay, Garados gegen Glurak. Wer gewinnt? Ich drücke ihm erstmal hier mal wieder. In der Hoffnung, dass es zurückschreckt. Ja, es schreckt sogar zurück und sollte das Garados eigentlich schon down sein, aber das vorhin war ja ein Volltreffer, das habe ich total vergessen. Und ja, wie befürchtet, eine Wasserattacke nimmt mich nicht aus dem Verkehr und er wechselt aus gegen Viskogon. Oh Gott, das Viskogon, ey. Es ist ja ein Pseudo-Legendäres und ich habe vergessen, dass es ein Vegetarier hat. Das ist Vegetarier, nein! Eigentlich eine sinnlose Fähigkeit, aber in dem Fall war sie wirklich, wirklich sinnvoll, beziehungsweise lebensrettend. Ja, Togekiss hier mit Zauberschein. Und es reicht, glaube ich, gar nicht. Nein. Die Hälfte hat's abgezogen. Das Viskogon ist einfach, was Spezialverteidigung angeht, ein Monster. Es hat 150 Base Spezialverteidigung und da kann so gut wie kein Pokémon mit mithalten. Außer halt, dieses Ei-Pokémon da. Naja, lassen wir das hier. Unheilschwingen von, Iveltal. Er spielt es auf jeden Fall richtig, aber gegen Togekiss ist es nicht gewachsen. Und tschüss, Iveltal. Okay, er hätte es eigentlich nicht reintauschen sollen. Naja, jetzt kommt sein Viskogon nochmal ins Spiel und er hat den Kampf aufgegeben. Wollt wahrscheinlich nicht einsehen, dass er jetzt verliert. Hat er aber sowieso. Naja, das waren drei Kämpfe für heute. Wir sehen uns bei den nächsten drei Random-Kämpfen. Bis dann. Und tschüss.